Hallo alle Strandfiguren, mein Name ist Kolja Barkon und ich persönlich, ich liebe ja Milchprodukte. Egal ob zum Beispiel Ziegenmilch in den Kaffee oder nach dem Training, nach dem Muskelaufbautraining ein bisschen Buttermilch mit Eiweiß zusammen. Das ist richtig gut für den Muskelaufbau. Aber leider wurden nicht alle Menschen mit der Fähigkeit geboren, beziehungsweise wurden sie damit geboren, Milch zu verarbeiten, aber haben diese Fähigkeit dann im Laufe ihres Lebens verloren. Das heißt, sie können keinen Milchzucker mehr spalten oder sie haben sogar eine Allergie gegen Milch oder irgendeine andere Unverträglichkeit. Das heißt, ich bekomme immer wieder im persönlichen Coaching, im Personal Training jetzt gerade wieder so einen Fall oder auch bei den Tausenden von YouTube-Kommentaren und im Coaching, im Coaching-Club und so weiter, die Bitte, mehr für laktosefreie Sachen zu machen, also sozusagen laktosefreie Rezepte und so weiter, weil wenn ich halt Bauchkrämpfe bekomme oder wenn ich halt richtig eklige Pickel auf meiner Haut bekomme durch Milch oder wenn ich einfach nicht gut abnehmen kann durch Milch. Das heißt, wenn ich aus irgendeinem Grund keine Milch vertrage, was kann ich dann machen, um trotzdem gesund Muskeln aufzubauen und um abzunehmen? Weil ich meine, stell dir einfach mal vor, du hast gerade ein heißes Date irgendwie, ja, und du willst zu Hause oder bist bei deinem heißen Date sogar zu Hause und sie kocht irgendwie zum Nachtisch einen leckeren Milchreis oder irgendwas Leckeres und du willst sie jetzt aber nicht enttäuschen, ja, und dann isst du halt die Milch und musst danach die ganze Zeit furzen oder keine Ahnung, was ist natürlich nicht so eine schöne Sache, ja. Oder stellen wir uns vor, du hast einfach die ganze Zeit Magenkrämpfe und kannst dann natürlich nicht richtig zum Training gehen oder fühlst dich einfach matt und müde, weil du Milch nicht verträgst. Nun gibt es ja natürlich eine Lösung für dieses Problem, nämlich einfach laktosefreie Milch zu kaufen oder laktosefreie Produkte. Das heißt, da hast du unten hier auf der Milch dann dieses laktosefrei und alles ist schön und gut. Ja? Viele Menschen mögen das aber nicht, vor allem wegen des Preises. Das ist dann auf jeden Fall ziemlich viel teurer. Das ist ähnlich wie bei den glutenfreien Produkten. Das heißt, die Industrie denkt sich dann, aha, da nutzen wir das Ganze gleich wieder aus und schlagen den drei- oder vierfachen Preis auf die Produkte. Ja, und dann ist natürlich das auch ein blödes Problem und eine blöde Sache. Ja. Und da ist natürlich meine Aufgabe als Coach immer für Lösungen zu sorgen. Und daran haben wir jetzt wieder einige Wochen daran gearbeitet. Und zwar haben wir ein Rezeptbuch erstellt mit 50 der besten laktosefreien Rezepten, die wir überhaupt zusammen recherchieren konnten. Hauptsächlich haben wir natürlich uns bei Culinaro orientiert, haben alle der Rezepte ausgewertet in einer Datenbank, haben geguckt, okay, welche haben die besten Bewertungen von euch und welche haben halt keine Laktose. Und das ist dabei herausgekommen, die 50 besten laktosefreien Rezepte. Ich habe also Ilja, ja, unser Supporting Coach und Biochemical Nutritionist, der fast mit dem Biochemie-Studium fertig ist, beauftragt. Hey Ilja, trag mal die besten Rezepte zusammen. Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und haben dann unter die Rezepte jeweils noch ein paar Infos dazu geschrieben, warum gerade dieses Rezept so gut ist, einige Hintergrundinfos und so weiter und so fort. Und das Ganze gibt es jetzt bei Amazon zu einem unschlagbaren Preis zu holen. Kostet nicht mal so viel wie eine laktosefreie Milchpackung. Und du kannst dir dieses Rezeptbuch jetzt holen, wenn du die 50 besten laktosefreien Rezepte für dein Kindle haben willst. Ja? Ich finde das immer cool, zum Beispiel auch, ich habe mittlerweile richtig viele Bücher, auch mein eigenes natürlich, auf meinem Kindle drauf. Und stell dir vor, du bist jetzt irgendwie einkaufen, hast dein Kindle, den habe ich immer dabei, der passt ja in jede Hosentasche. Dann kannst du gleich bei den Rezepten auch gucken, was will ich heute essen? Und dann siehst du sofort, was du für das Rezept brauchst und kannst im Laden schon direkt einfach gucken, ah, okay, ich brauche das und das und das, brauchst dir gar nichts ausdrucken und so weiter. Dann, wenn du am Kochen bist, kannst du wieder dein Kindle mitnehmen, kannst es hinlegen, kannst es angucken, okay, wie muss ich es jetzt genau zubereiten und so fort. Mittlerweile gibt es ja auch von Amazon Apps, sodass man das Ganze für sein Handy, für sein iPhone und so weiter auch holen kann. Ich verlinke das Ganze mal hier unten. Ja, und ansonsten hol dir auf jeden Fall das Rezeptbuch, wenn du an laktosefreien Rezepten interessiert bist. Wenn du Fragen allgemein hast, stell sie mir unter dem Video. Und wir können aktuell dieses Rezeptbuch so günstig bei Amazon anbieten, weil Amazon wirklich super Konditionen für uns Hersteller anbietet. Allerdings ändern die das ganz gerne auch ab und zu. Deswegen weiß ich nicht, wie lange wir es zu dem Preis anbieten werden. Aber jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit kannst du dir es holen. Das war es auch für dieses Video.
Und ich würde mal sagen, wir sehen uns am Strand und beim nächsten Mal. Und ja, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee mit Kokosmilch. Dein Kolja Barkon und ciao.